Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir, wir sind bei Sprungbedingungen. Heute sehen wir eine Sprungbedingung, die mir eigentlich gar nicht gefällt, aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. Heute sprechen wir über das Go-To-Statement. So, wie funktioniert jetzt ein Go-To? Hier in diesem Programm, was wir das letzte Mal ja auch schon gehabt haben, haben wir prinzipiell ein Problem. Und zwar, wenn ich einen Endwert eingebe, der negativ ist. Schauen wir uns mal an, was da passiert. Ja, also ich drücke jetzt mal Play. Endwert minus 200. Ich zähle jetzt bis minus 200. Von 0 weg. Eigentlich könnten wir erwarten, vielleicht könnte man dann nach unten zählen. Ja? Wenn wir von 0 wegzählen bis minus 200. Warum nicht? Ja? Warum nicht? Also, ich möchte jetzt praktisch einbauen, dass wir da einmal nach oben und nach unten zählen. Das heißt, ich werde hier jetzt eine Auswertung machen. If Endwert kleiner momentan wird, dann muss ich nach unten zählen. Ja. Das werde ich mir hier aufschreiben. Hier muss ich nach unten zählen. Ja. Else hier muss ich nach oben zählen. Und jetzt schreibe ich das auch noch so, dass man es lesen kann. Wie üblich, passt. Ja, ist klar, wenn der Endwert, den ich eingegeben habe, kleiner wie 0 ist, nein, kleiner der Momentanwert, dann muss ich nach unten zählen. Ja, 0, minus 1, minus 2. Und wenn der größer, wenn das nicht so ist, dann muss ich halt nach oben zählen. Passt. Ja, und jetzt, das verschiebe ich nach oben, weil das kann ich ja trotzdem sagen. Ja. Habe ich es natürlich gelöscht. Wahnsinnig, wie ich bin. Alles löschen, alles löschen. So, ich zähle bis. So, und jetzt mache ich mir hier sogenannte Labels. Ja, da schreibe ich jetzt einfach nach oben Doppelpunkt. Das ist ein Label, heißt das. Ja, irgendeine Zeichenkette, eine Abfolge von Zeichen, ja, und Doppelpunkt. Ist ein sogenanntes Label, eine Sprungmarke, eine Marke, da markieren wir einfach irgendwas. Ja? Und drunter schreibe ich mir nach unten. Ich habe jetzt alles kopiert, gell? Nach unten. Momentan wird es gleich 0. Da schreibe ich, ist gleich 0. Ja? Und solange der Momentanwert größer gleich dem Endwert ist, zähle ich den Momentanwert, ziehe ich vom Momentanwert 1 ab, ja, nach unten. Ja. Und dann mache ich mir noch ein Label mit Ende, Doppelpunkt, und da schreibe ich noch Console-WriteLine. Copy und Paste ist unser Freund. Ja. Das war's. Wieder, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Irgendein Blödsinn halt ausgeben, dass wir was ausgeben. Okay? Gut, jetzt haben wir da Labels drin. Wir sind aber noch nicht so weit, dass wir auch zu den richtigen Stellen hinspringen. Ja? Also, Endwert, kleiner Momentanwert, ja? Und hier mache ich jetzt einfach ein Go-To. Go-To. Das ist das Go-To-Statement. Da muss ich jetzt noch ein Label und das Label heißt nach unten. Dann hupfen wir im Programm zum Label nach unten. Und jetzt werden wir sehen, dass nach unten ist auch nicht mehr unterwählt. Das bedeutet, es ist irgendwo im Programm verwendet. Ja? Nach unten. Else. Eigentlich brauche ich das nicht, das Go-To nach oben. Nach oben. So.
Und hier dazwischen muss ich aber noch ein Go-To. Deshalb weiß ich nicht, wie ich es verwendet habe. Ende machen. Go-To springt zu dem angegebenen Label. Das heißt, End wird kleiner, momentan wird Go-To nach unten. Ja. Book springen wir dann nach unten. Und dann läuft das durch, dann kommen wir hierher. Ja. Dazwischen gebe ich vielleicht noch aus. Hier. Fertig nach unten gezählt. Und hier gebe ich noch aus, fertig nach oben gezählt. Dass wir das noch unterscheiden können. Gut, das heißt, wenn der Endwert kleiner die momentan wird, springen wir nach unten, springen wir hier runter. Ja. Wenn der nicht, springen wir hierher. Bräuchten wir eigentlich nicht, aber hier können wir jetzt dazwischen was programmieren, wenn wir wollen. Und dann sollten wir das eigentlich sehen. Schauen wir uns das an, ob das funktioniert. Bitte mein Endwert 12. Ja. Fertig nach oben gezählt. Schaut genau so aus, wie ich mir das vorstelle. Ja. Genau so, also ich zähle bis 12, 0 bis 12, gebe raus, das ist gerade, ungerade, fertig nach oben gezählt, das war's. Das fertig nach oben gezählt ist dann noch, dann springe ich zum Ende. Das Ende ist dann das war's und das war's. Ja? So schaut das aus. Ja? Und wenn ich jetzt nochmal Play drücke, minus 12, geht's runter bis minus 12. Es hat mich gefreut, fertig nach unten gezählt, genauso wie wir uns das vorstellen. Wenn wir jetzt da zum Beispiel das wieder wegmachen, dieses Go-To, ja, wie schaut denn das aus? Bitte mein Endwert, minus 12, fertig nach oben gezählt. Puh, fertig nach oben gezählt. Voller Blödsinn. Ja? Ist klar. Warum? Weil wir laufen hier, wir springen hier nicht nach unten, wir gehen hier weiter, wir zählen hier fertig nach oben zählt, springen zum Ende, springen hierher. Ja? Blödsinn. Ich kann natürlich sagen, okay, ich lösche dieses Go-To auch noch. Ja? Schauen wir, was dann passiert. Bis 12, 0 bis 12, fertig nach oben, fertig nach unten. Jetzt steht das zweimal da. Ja, wir erkennen, es läuft tatsächlich so durch. Also das Go-To-Statement springt an eine andere Stelle im Programm, die ich mit einer sogenannten Sprungmarke, mit einem Label festlegen kann. Jetzt kann man sagen, hey, das ist ja super, da kann ich voll durch die Gegend springen. Was hat denn der gegen das Go-To? Ja, das macht es komplett unübersichtlich. Ich weiß nicht, wann ich in diesen Programmzweig komme, dass an irgendwelche Labels, ich kann von irgendwo zu den Labels springen und von oben, von alle Seiten kann ich daher springen. Das macht es nicht einfacher. Das macht es nicht einfacher, die Nachvollziehbarkeit des Programmes. Deswegen behaupte ich, sollte man dieses Go-To-Statement absolut vermeiden. Ja. Wir haben gesehen, auch die Schleifenabbrüche können zu komischen Sachen führen. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es gibt andere Sachen, es gibt irgendwelche Methoden. Früher, also in normalen, nicht objektorientierten Programmiersprachen, würde man sie auch Funktionen oder Prozeduren nennen. Mit denen lässt sich eigentlich das alles sehr schön lösen. Man braucht kein Go-To. Sollte man wirklich vermeiden, wenn es sich vermeiden lässt. Und ich, meiner Erfahrung nach ist das so gut wie in allen Fällen. Sollte man das nicht, macht den Code unleserlich. Okay. Also, das zum Go-To. Ja. Das waren die Sprungbefehle. Ja. Continue, Break, Go-To. Das nächste Mal, nächstes Thema, werden Felder sein, Arrays. Dass wir nicht nur eine Variable haben, sondern viele gleichartige Variablen. Was ich damit meine, das werde ich im nächsten Video dann erzählen. Ja. Vorher nur ein bisschen die Theorie zusammenschreiben und nachher nächstes Thema eben Arrays. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit
Auf Wiedersehen.